Sie sind hier, 9. Dezember 2018, 23.26 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Unterhaching setzte sich deutlich gegen Berlin, durch Urheberrecht Imago. In der Volleyball-Bundesliga der Männer gibt sich Spitzenreiter Hypo-Tirol Alpen Volleys keine Blöße. Bei den Damen baut Stuttgart seine Siegesserie aus. Die Hypo-Tirol Alpen Volleys aus Unterhaching haben das bayerische Derby gegen die WWK Volleys Herrsching gewonnen. Die Alpen Volleys, die auch in Innsbruck aufschlagen, setzen sich deutlich mit 3:0 durch und bleiben damit auch im 7. Spiel ohne Niederlage. Verfolger VfB Friedrichshafen zitterte sich zu einem 3:2-Sieg gegen die United Volleys Frankfurt. Die Tabelle: Schlusslicht Helios Grizzlies Gießen unterlag Königs Wusterhausen mit 1:3. Düren konnte nach der Niederlage in Friedrichshafen seine beiden Heimspiele gegen VCO Berlin und den TV Rottenburg jeweils mit 3:0 gewinnen. Mit demselben Ergebnis bezwang auch Lüneburg die Volleyball-Bisons Bühl. Ergebnisse und Spielplan: Stuttgart weiter ungeschlagen. Bei den Damen bleibt Allianz MTV Stuttgart weiter ungeschlagen. Sie schlugen Schwarz-Weiß Erfurt glatt mit 3:0. Die Ladies in Black Aachen konnten von ihren beiden Partien nur das Spiel bei VCO Berlin mit 3:2 für sich entscheiden, während es in Potsdam eine 1:3-Pleite setzte. Im Ostderby zwischen Suhl und Dresden behielten die Sechsinnen mit 3:0 die Oberhand und sind weiter schärfster Verfolger von Tabellenführer Schwerin. Der USC Münster setzte sich mit 3:1 beim VC Wiesbaden durch. Sport1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bergen. Mehr